Ich grüße dich zu diesem Video mit dem Thema Kritik. Wie gehe ich mit Kritik um? Ganz einfach. Derjenige, der mir eine konstruktive Kritik bringt, schreibt, telefoniert, SMS, WhatsApp, was auch immer, der gewinnt bei mir. Gewinnt im Sinne von, den unterstütze ich auch gerne, wenn er irgendeine Frage hat oder irgendwo nicht weiterkommt. Derjenige, der mich persönlich angreift, was er durchaus darf, vielleicht sogar aus seiner Sicht berechtigt, sorry, der verschwindet. Das interessiert mich nicht. Obwohl, sicher, irgendwo trifft es jeden, auch mich, doch diese Kritik, mit der kann ich nichts anfangen. Es gibt nur eine Möglichkeit, also weg damit. Bleib draußen, bleib wo du bist, werde glücklich mit dem, was du tust, aber bitte ohne mich. Egal wo, sei das bei YouTube, bei Facebook, bei LinkedIn, bei keine Ahnung, oder offline, wenn ich irgendjemandem begegne, der mich persönlich einfach kritisiert, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht aus seiner Sicht berechtigt, aus meiner Sicht nicht, dann meide ich diesen Kontakt. Ich verurteile ihn nicht, aber ich muss auch nicht mit ihm leben oder gut Freund mit ihm sein, sondern ich halte mich da fern und online schmeiße ich den raus. Ganz einfach, ich diskutiere nicht. Denn was bringt das? Es bringt nur Widerworte von der anderen Seite, denn er will ja Recht haben und er darf sein Recht behalten. Aber mit mir muss er nicht diskutieren. Wenn er findet, ich bin ein Idiot, hat er vielleicht recht. Kann sein, aus seiner Sicht. Aber das interessiert mich nicht. Ich weiß, ich habe das schon ein oder zweimal erwähnt, aber ich möchte es hier speziell noch zumal im kleinen Video nur über dieses Thema reden, über Kritik. Denn was ist denn Kritik grundsätzlich? Kritik ist nichts anderes für viele Menschen, verstehen Kritik so, ich kann es besser als du, also bist du weniger wert als ich. Das ist nicht Kritik, das ist Schwachsinn. Denn wen bringt das weiter? Niemanden, denn der alles kann und alles weiß, was will der Mensch lernen? Wo will der Mensch hin? Er hat ja schon alles, also er soll sein Leben genießen und mich in Ruhe lassen. Aber der mir sagt, hey, das hast du gut gemacht, habe noch einen kleinen Vorschlag, du könntest es sogar, wenn du so und so und so oder das und das und das dazu nimmst, könnte es noch besser werden. Wäre eine Möglichkeit, probier es doch aus. Das nenne ich eine konstruktive, gute Kritik. Der Rest ist nur Beleidigung. Und welcher Mensch hat es notwendig, sich beleidigen zu lassen? Niemand. Auch solltest du niemanden je beleidigen, egal was er tut, was er sagt, was er macht. Und wenn er der größte Verbrecher ist, in seinem Universum ist das, was er tut, richtig. Also kritisieren nicht, denn das, was dich da draußen stört, was dich da draußen stört, ist in dir drin. Ansonsten hättest du keine Resonanz. Ob dir das passt oder nicht, das ist völlig egal. Das ist trotzdem so. Das ist nicht meine Idee oder nur meine Meinung, sondern das ist ein universelles Gesetz. Ob das stimmt oder nicht, das kannst du feststellen. Oder auch nicht. Das musst du wissen. Es ist dein Leben. Also, Kritik lass ich nicht unterkriegen. Online, lass dich nicht beleidigen, schmeiß sie raus, nicht diskutieren, du kommst an kein Ziel. Du hast auch nicht die Aufgabe, jemanden zu belehren und deine Position zu rechtfertigen. Warum? Es ist deine Position, es ist deine Meinung, es ist dein Leben. Wieso musst du dein Leben rechtfertigen? Für was? Du bist niemandem Rechenschaft schuldig, außer dir selber. Wenn du niemandem schadest, du niemandem Schaden zufügst, tja,
was musst du dich dann rechtfertigen? Okay, ich wünsche dir ein kritikfreies weiteres Leben. Und hat's dir was gebracht? Daumen hoch. Ansonsten Daumen runter, Kritik, Vorschläge in die Kommentare oder per Mail oder per WhatsApp, was auch immer, zu mir. Ich freue mich über jedes Wort, das wohlgemeint ist. Ansonsten kennst du es jetzt. Fliegst du raus. Fly away. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und achte darauf, wie du denkst und was du tust. Ciao.